Es ist wieder Zeit für ein neues Video. Es geht um ein Gerät, das statistisch gesehen wirklich viele Leute haben. 2021 war das iPhone das zweitmeistverkaufte Handy der Welt. Und ja, auch ich habe ein iPhone. Doch bald soll sich was ändern. Laut der EU soll bis Ende 2024 alle Smartphones einen USB-C-Anschluss haben. Apple will aber weiterhin ihren eigenen Lightning-Anschluss verwenden. Heute geht es um einen riesigen Streit, der eigentlich ziemlich unnötig ist. EU-Staaten hatten im Oktober dem Vorhaben zu einheitlichen Ladekabeln endlich zugestimmt. Zuvor hatten sie mit dem Europaparlament einen Kompromiss über Details ausgehandelt. Ab Ende 2024 müssen Geräte wie Handys, Tablets, E-Reader, Digitalkameras, Kopfhörer, tragbare Lautsprecher und Tastaturen über USB-C geladen werden können. Okay, gehen wir zuerst mal etwas zurück ins Jahr 2009. Im Juni haben mehrere führende Hersteller wie Apple, Nokia und Samsung eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Kurz darauf zeigte sich dann der Erfolg. Bereits nach 2 Jahren konnten die meisten Handys über Micro-USB-Anschlüsse aufgeladen werden. In diese Absichtserklärung wurde jedoch eine Klausel aufgenommen, die Ausnahmen ermöglichte. Demnach war es dem Unternehmen gestattet, eigene Ladekabel für das Ladegerät zu verwenden, sofern ein entsprechender Adapter dafür angeboten wurde. So entschied sich Apple dann etwas Eigenes zu entwickeln. Denn es stellte sich heraus, dass Micro-USB nicht unbedingt mit dem raschen technologischen Fortschritt mithalten konnte. Die Displays der Geräte wurden schnell größer und die Prozessoren leistungsfähiger, was wiederum größere Akkukapazitäten erforderte. Dadurch war eine höhere Ladeleistung gefragt. Um sich den veränderten Anforderungen anzupassen, führte Apple im Jahr 2012 den Lightning-Anschluss für das neue iPhone 5 ein. Dies ermöglichte es dem Unternehmen beispielsweise besonders flache Geräte wasserdicht zu gestalten, was mit dem bisherigen Micro-USB-Anschluss schwierig gewesen wäre. Seitdem wurde Lightning in allen nachfolgenden iPhones verbaut und das sind schätzungsweise über 1 Milliarde Geräte. Die EU will aber trotzdem einheitliche stecken. Das bedeutet ja, dass auch das iPhone 15 USB-C haben sollte, oder? Naja, kennt ihr das Kürzel MFI? Das ist auf vielen Produkten und bedeutet einfach Made for iPhone. Dieses MFI-Programm existiert bereits seit vielen Jahren und sorgt dafür, dass Lightning-Kabel und das iPhone selbst einen besonderen Chip beibehalten dürfen. Dieser soll eine korrekte Zusammenarbeit zwischen Gerät und Kabel sicherstellen. Zubehör ohne den Chip sorgt bei einer Verwendung mit Apple Smartphones zu einer Warnung, dass es nicht unterstützt wird. Manche behaupten, dass dieses MFI-Programm jetzt auch auf USB-C angewandt wird. Laut einem Tweet produziert Apples Partner Foxconn heute schon entsprechende Kabel mit der MFI-Zertifizierung. Jedoch gibt es da einen Unterschied. USB-C-Kabel ohne MFI werden durch die Software eingeschränkt, Datenübertragungen und Ladegeschwindigkeiten können limitiert werden. Welche Auswirkungen dies konkret im Detail haben wird, ist bislang nicht bekannt. Es ist aber denkbar, dass man für die maximale Leistung beim Laden ein zertifiziertes USB-C-Kabel benutzen muss. Ein Kabel ohne den entsprechenden Chip könnte also das iPhone künstlich drosseln. Aber wieso will Apple nicht auf USB-C umsteigen? Die EU will ja mit der Umstellung Elektromüll sparen. Doch Apple selbst argumentiert, dass es alle seine Geräte umbauen müsste und dies wiederum zu neuem Elektromüll führen würde. Der Lightning-Anschluss ist nämlich ein wenig kleiner als USB-C, womit das Produktdesign entsprechend angepasst werden müsste. Ein wesentlicher Punkt dürfte dennoch der Umsatz sein. Es ist eine alte Weisheit, dass man nichts abschafft, woran man bislang gut verdient. So sind Besitzer des iPhones derzeit darauf angewiesen, das Ladekabel von Apple zu benutzen, was eine gute Einnahmequelle darstellt. Lightning wurde zudem patentiert und schafft durch die Lizenzvergabe weitere Einnahmen. Somit dürfte Apple mit einer Umstellung auf den USB-C-Standard eben auch den Wegfall zweier guter Einnahmequellen sehen. Gut ein Fünftel der in Europa verkauften Handys sind nämlich iPhones. Aber was bleibt das Apple für Möglichkeiten? Wir haben jetzt hier 3 Ideen. Die erste ist, Apple stellt eigene iPhones für den europäischen Markt her. Diese Option scheint auf den ersten Blick etwas wirr. Allerdings ist es durchaus möglich, dass Apple künftig seine iPhones nur im europäischen Markt mit dem verpflichtenden USB-C-Anschluss ausstattet. Mit einem Marktanteil von rund 24%, das sind 95 Milliarden US-Dollar, vom Gesamtumsatz 394 Milliarden US-Dollar von Apple, ist der europäische Markt nicht unbedeutend genug, um ihn in der Zukunft komplett zu ignorieren. Ein Umsatzeinbruch in Höhe von fast 100 Milliarden US-Dollar im Jahr kann selbst ein Megakonzern wie Apple nicht ohne größere Probleme ausgleichen.
Deshalb könnte eine Möglichkeit darin bestehen, für Deutschland, Italien und Co. eine eigene Serie an iPhones auf den Markt zu bringen und den Rest der Welt nicht umstellen. Zweitens wäre, dass Apple komplett auf den USB-C-Anschluss verzichtet und auf kabelloses Laden setzt. Schon seit einigen Jahren arbeitet Apple an kabelloser Ladetechnologie. Die letzten iPhone-Generationen lassen sich sowohl mit einem Kabel als auch kontaktlos laden. Der logische Schritt wäre dann demnach, dass Apple bei iPhones nie einen USB-C-Anschluss einführt. Stattdessen entfernt Apple den Ladeanschluss vollständig und setzt auf Wireless Charging. Das bringt mehrere Vorteile. Einerseits muss Apple keine Zwitterlösung für den europäischen Markt finden und andererseits setzt Apple mit dem Umstieg auf kabelloses Laden wieder mal einen technischen Akzent. Genau das ist etwas, was Apple in den letzten Jahren eher selten gelungen ist. Auf diese Art und Weise könnte die Konkurrenz um Samsung, Huawei und Co. wieder einmal unter Zugzwang gesetzt werden. Jedoch ist es am wahrscheinlichsten, dass es USB-C-Kabel für Apple-Geräte gibt. Aber nur mit einer MFI-Zertifizierung laden sie wirklich gut und effizient. Wir werden das sehen. Ihr bleibt natürlich hier auf diesem Kanal auf dem Laufenden. Und das war's von diesem Video. Ich kann es gar nicht fassen. Schon über 100 Abonnenten. In schnellster Zeit. Danke für den gewaltigen Support an alle, die abonniert haben und auch an alle, die einfach mal die Videos schauen. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, ich interviewe MrWissen2Go im September. Wenn ihr Fragen an ihn habt, ab damit in die Kommentare. Hier geht's zum letzten Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.